Guten Morgen, wir fliegen nach Marbella. Was werden wir da tun? Wir werden weitere Apartments anschauen. Wir werden die Gegend gemeinsam erkunden. Wir werden die Zeit genießen. Natürlich werden wir dabei auch wieder das ein oder andere Video stellen. Ja, das frühe Aufstehen hat sich tatsächlich gelohnt. Ihr werdet es gemerkt haben im Intro, wir waren noch nicht ganz munter, ja, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir waren jetzt dafür tatsächlich am ersten Direktflug von Wien nach Malaga von den Austrian Airlines. Ja, nicht schlecht. Dann hatten wir ein bisschen einen Stress hier bei der Ankunft, weil wir dachten, okay, wir sind beide zweimal geimpft und EU Travel Certificate und alles, was es halt gibt, alle QR-Codes, nur den von der Spanish Travel App nicht, weil man eigentlich hat es geheißen, man braucht den nicht mehr. Und ja, jetzt waren natürlich viele hier aus dem Flugzeug überrascht, denn man braucht die Spanish Travel App trotzdem noch. Also wichtiger Hinweis, wenn ihr nach Spanien fliegt, füllt die Spanish Travel App trotzdem aus, auch wenn wir jetzt dieses EU-Zertifikat und so weiter haben. Die wollen das. Ja? Okay, sonst steht man halt hier und muss dann hier die App schnell ausfüllen, was dann mühsam ist, vor allem wenn man sich auch noch verdippt, wie mein Schatzi, gell? Okay, egal. Ja, ansonsten, ja, wir haben jetzt mal Economy gebucht, weil es einfach deutlich günstiger war. Konnten das auch managen, weil die Lounge haben wir sowieso dabei, weil die Karte kostenlos, konnten wir so hummeln. Und mit dem Gepäck haben wir es irgendwie so auch noch geschafft, trotz Kameras und Drohnen und so weiter irgendwie da durchzukommen. Ja, wieder was gespart. Und jetzt sparen wir hoffentlich bei Sixt, denn da habe ich auch die aller billigste Rate genommen, abzüglich Aktionärsrabatt. Also schauen wir mal, was man da für einen Wagen bekommt. Ja, und vielleicht an der Stelle noch ein bisschen was zum Thema Mindset. Ich könnte jetzt natürlich mich ärgern, weil ich erwarten muss und so. Nein, ich freue mich. Ich denke mir, es ist wichtig, dass die Wirtschaft wieder läuft und als Sixt-Aktionär freut man sich über eine Schlange. Und Zeit haben wir sowieso. Einziges Problem, ich bekomme langsam Hunger. Es ist nach 13 Uhr und Bernhard hat ja immer nichts zum Essen. Dann könnte es wieder ungemütlich werden. Und es wurde ein Skoda Fabia. Finde ich gar nicht so schlecht. Übrigens, Video vom Skoda Enyaq, das ich bei Rock den Link gedreht habe. Das geht den Sonntag wahrscheinlich online. Ja, und wir müssen zugeben, eigentlich ist es mir egal, ich bin jetzt heikel, aber wir hätten vorher den hier gehabt mit dem Schaden und dann bin ich nochmal zurück und mir gedacht, weil der Weiße hat irgendwie, also mir hat er echt gefallen, ja, so für die Fahrzeugkategorie, die ich halt jetzt hier gemietet habe. Und dann habe ich gedacht, hey, ich hätte den so gern und habe dann mal gefragt und gesagt, hey, ich mache Videos und so, könnte ich nicht den haben? Ja, und so wurde es der. Ja, coole Sache, bringt uns von A nach B und jetzt hoffentlich mal zum Hotel und irgendwo hin, wo es Essen gibt. Der ist jetzt ganz neu übrigens, also der hat noch keine Kratzer, die darf ich jetzt reinmachen. Voll versichert, kein Selbstbehalt. So, warte mal, Licht machen, dass man sieht. Apple CarPlay. Und tatsächlich fast ganz neu, das ist echt geil. Hat sich ausgezahlt, dass wir gewechselt haben. Und weiß gefällt mir besser als rot. Subjektive Sache. Was gefällt dir besser? Weiß oder rot? Weiß. Na schau, sehr gut, passt, sind wir uns wieder einig.
So, und Bernhard darf wieder mal schalten und kuppeln üben. Ja, gar nicht mehr gewohnt als Tesla-Fahrer. Und an dieser Stelle, Jürgen, Grüße gehen raus. Natürlich nehme ich wieder brav die Rechnung mit. Für alle, die sich jetzt wundern, Jürgen ist mein Steuerberater. So, spontaner Entschluss. Hunger. Hungergefühl ist irgendwie dominierend. Und wir fanden das, ich fand das schon öfters, als ich hier vorbeifahren, recht nett, muss ich sagen. Repsol, schon mal ein gutes Zeichen als Aktionär. Aber das sieht doch auch recht nett aus. Und da werden wir jetzt schauen, ob wir was Gutes zu essen finden. Und ich bin so normalerweise nicht so gerne unterwegs, wenn ich hier die Sachen halt drin habe. Schatz, du hast die Geldbörse, gell? Ja, wunderbar. Aber ich denke mal, die Gegend hier ist jetzt nicht so schlecht, dass es ein Problem ist, wenn du den Koffer liegen hast. Außerdem, wenn wir uns hier wunderschön in die Sonne setzen. Schau mal, ob der Plan aufgeht. Ach, wir brauchen eine Lavandemie und eine Maske. Ja. Wir brauchen eine Maske. So, Rucksack mitnehmen, Koffer lassen wir drinnen. Ja, wir haben nicht alles in den Kofferraum von Fabian gebracht, aber so. Egal. Es gibt immer eine Lösung. Bitte sehr, mein Schatz. Very nice. Hola! Übrigens, wir haben ja auch schon einen Namen gegeben. Das ist unser Blanco. Und im Hotel angekommen, finally! Ja, das Zimmer sieht aus wie vor circa einem Monat. Hey, ist ungefähr das gleiche, trotzdem kurze Roomtour. Also, so sieht sie aus. Und auch die Terrasse hat sich nicht wirklich geändert, außer dass jetzt zwei Stockwerke weiter unten ist. Was sich geändert hat, ist leider die Parkplatzsituation. Ja, jetzt, klar, jetzt ist wieder einer frei. Ja, aber vorher war komplett alles voll, wir sind da echt einige Minuten im Kreis gefahren und haben gesagt, gut, okay. Bringt nichts, stellen wir Blanco für 15 Euro die Nacht in die Garage. Aber vielleicht können wir das ja ab morgen wieder ändern. Dafür bleibt der Blanco jetzt mal sauber. Und der Regenschirm, den ich das letzte Mal geschenkt bekommen habe, den habe ich ja hier gelagert, weil ich nicht wusste, ob ich den ins Flugzeug mitnehmen kann. Sagt ihr uns das, helft uns ein bisschen. Kann man so einen Regenschirm durch die Security bringen, ins Flugzeug mitnehmen? Wie macht man das am besten? Aber packen wir den mal aus, ich möchte ihn jetzt mal kurz herzeigen. Ja. So, warte, ich muss ihn mal da aufmachen. Mal da. Ich will jetzt mal schauen, wie der aussieht. Das machen wir jetzt feierlich gemeinsam. So, und was jetzt? Der ist nochmal hochgepackt. Ups, oh, da ist er. Ah ja. Ah, passt. Nächste Mission: Wasserflaschen kaufen, denn die kosten hier unnötig viel Geld. Außerdem Abendessen organisieren. Aber da habe ich schon eine Idee. Und ganz wichtig, schwierigste Mission gerade, halbwegs akzeptables Internet finden, denn im Hotel ist das Wi-Fi super langsam und wenn ich das Skoda Enyaq Video, das am Sonntag online gehen soll, jetzt hier hochladen würde, dann würde das wahrscheinlich circa 2 Wochen oder so gefühlt dauern. Das heißt, wir suchen irgendwo ein schnelles Internet. Prinzipiell gibt es hier in Spanien viel schnelleres Internet als in Österreich, nur man muss halt auch diesen Anschluss haben und den hat das Hotel leider nicht. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für meinen Schatz geplant, aber das sage ich jetzt nicht, weil sonst hört sie es ja gleich, ne? Please press button for exit, okay? Ja, dann pressen wir mal. Ist aber schlau gebaut, dass man jetzt hier die Kurve sich wieder so holen muss, ne? Dass der auf der linken Seite ist, der Schalter, ja gut, sonst kann man natürlich als Fahrer wieder nicht erreichen, aber... Na gut, aber jetzt eine breite Auffahrt zumindest. Ah, und jetzt ist der Schrank mehr erst zu. Müssen wir jetzt die Zimmerkarte hier halten oder was? Das ist schon zum Restaurant eingestellt. Aber jetzt Mission One, Lidl lohnt sich, Wasser holen, Geld sparen gegenüber dem Hotel und der Minibar.
So, warte mal, aus dem Blanko sollte man noch den Rucksack mitnehmen. Stand ja extra, keine Wertsachen sich beim Auto liegen lassen. Wobei ich sagen muss, eigentlich, ja, ich will es jetzt nicht verschreien, ja, aber wenn da die ganzen Porsche und so parken, ja, mir kommt es hier mal bei eigentlich vergleichsweise für Spanien sehr sicher und sauber vor. So, La Pandemia, La Masca, habe ich schon wieder vergessen. Ma, das ist immer dieses Filmen zugleich mit dem, ja, zwei Sachen auf einmal, das funktioniert bei mir nicht gut. Hola. 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 Mischen, Wasser holen, erfolgreich. Und ich finde das irgendwie so geil, selbst der Lidl, finde ich, schaut hier einfach cool aus, ja, der Aufgang und so. Echt nice. Und dann auch schöne, große Garage mit breiten Garagenplätzen. Sowas suche ich in Wien eigentlich in der Regel vergeblich und hier zumindest so, jetzt nicht unbedingt im Stadtzentrum überall, ja, aber so bei den neueren Gebäuden soll es wirklich breite Parkplätze, wo man die Türen normal aufmachen kann. Boah, die Tankstelle, Achso, jetzt wollte ich schon sagen, bin ich froh, dass ich ein Elektroauto habe, aber nee, jetzt muss ich ja auch wieder tanken. So ein Mist. Und den Rucksack, und dann könnten wir hoffen, vielleicht haben wir hier ein schnelles Internet. Gleich da mal reingehen. Auf dem Tisch bin ich öfters gesessen hier, aber da ist nur ein Sessel heute. Das heißt, wir müssen schauen, ob sie aufpassen. Vielleicht haben wir noch mal einen zweiten Sessel. Okay, Download ist mal okay. Das könnte was werden. Aber das Trick ist, ich habe gerade erfahren, ist nur eine Stunde gratis oder verwendbar hier das Wi-Fi. Na gut, okay, aber geiler Upload auch. 2 Stunden Downloadzeit bei einer Stunde Wi-Fi. Das könnte wieder mal ein Problem werden, vor allem wenn man denkt, dass wir noch uploaden müssen. Am Ende wird es am Sonntag online sein. Und wir haben jetzt einen Reis mit Gemüse und Koriander bestellt. Das ist mein Geheimtipp hier für Pizza Sushi Taxi. Ja, also ich mag das einfach hier. Und es ist zwar eigentlich ein relativ einfaches Restaurant, aber dafür auch günstiger. Und man hat einen wunderschönen Sonnenuntergang hier für mich. Ja, und deshalb finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich mag den Platz hier. So, wir sind bei der Überraschung angekommen. Ja. Es hat nicht ganz geklappt, weil eigentlich wollte ich den Sonnenuntergang der Theresa zeigen. Aber es ist ja ein Favorit. Im letzten Video, falls ihr das gesehen habt, wo ich vor einem Monat circa die Apartments hier geschaut habe, und wir haben das natürlich auch gemeinsam schon mehrfach in den Videos angeschaut, hat uns beiden, geht das Licht aus, das Apartment hier in diesem Las Olas Projekt, das Ground Floor Apartment, unheimlich gut gefallen. Und ich habe mir gedacht, jetzt am ersten Abend gleich schauen wir hier einfach mal her. Und ich zeige das mal der Theresa. Ist natürlich jetzt noch immer keine Kaufentscheidung und wir wollen das in verschiedenen Situationen sehen. Ja? Wie geht hier die Sonne auf am Morgen, wie geht die Sonne unter und so weiter. Jetzt ist sie natürlich schon weg, ja? Aber wir werden uns das anschauen. Was auch gigantisch ist, steigen wir mal vielleicht aus, ja? Ist wie schnell das hier sich weiterentwickelt. Ja? Also das ist eine komplett neue Urbanisation, wie gesagt, das wird alles gemacht. Ja? Und vorne jetzt schon mittlerweile alles fertig mit den Palmen, alles angepflanzt, alles schön gemacht, was vorher noch nicht schön war. Und ja, hier oben ist eben dieses Spital hinten, das komplett neue, größte Spital von der Umgebung. Daneben ist eine Privatschule und da ist ein neuer Park daneben angelegt. Und der wird auch bleiben. Ja, das heißt, hier, das bleibt. Und da ist Tennis, Fußball und das wird wohl auch bleiben. Das heißt also, hier werden wir nicht direkt einen Bau vis-à-vis kriegen, was also auch recht nett ist. Und das ist eben der Baum, der mich ein bisschen nervt, weil ich Sorge habe, dass der größer wird. Und der wird ja jetzt schon immer größer. Der uns dann natürlich irgendwann, wobei man Ground Floor ist ja auch wirklich, also es ist ja nicht wirklich Ground Floor. Ja. Also man hat schon, also so leicht kann man da jetzt glaube ich nicht drüber klettern. Ne? Also du hast hier natürlich schon ziemlich hoch mal, ja, und dann dahinter eigentlich fast einen ersten Stock. Ne? Und das Gemüse, da, also das wird ja alles wegkommen, da, wenn das ordentlich gemacht wird. Ja? Und das Gemüse da drinnen, das wächst ja sicher auch nochmal höher. Dann, ne? Und dann verdeckt das ja auch sehr stark. Ne?
Ja, und das ist halt die Wohnung. Jetzt sind wir natürlich wenig. Und drüber wohnt ein spanisches Ehepaar. Die ganzjährig da wohnen, ist vielleicht nicht ganz so schlecht, sogar wenn man dadurch halt ganzjährig irgendwo Leute haben, die schaut und so und was gewohnt wirkt. Ja. Sprechen allerdings kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch. Ja, also da ist Kommunikation nicht ganz möglich. Und was mir weniger gefällt, ist, dass hier die diese komischen Lichter ummontiert haben, was jetzt überhaupt nicht mein Ziel ist am Balkon, was genau oberhalb ist, aber andererseits von unten sieht man das gar nicht. Interessant, das Penthouse oberhalb ist jetzt auch schon geworden. Ne? Und jetzt werden wir beide da noch ein bisschen rumlaufen, aber ohne Kamera, das ist jetzt langweilig. Und ich würde sagen, das war's mal für den Vlog. Also, ciao, ciao und goodbye aus Marbella.